Einer der großen Höhepunkte der 54. Internationalen Hofer Filmtage ist da. Und jetzt, wo ich die Goldjacke anhabe, weiß jeder, worum es geht. Ich muss einmal hier. Ich bin nicht der Preis. Der ist auch bei weitem nicht so viel wert, wie das, was jetzt die Gewinnerin bekommt. Nämlich, ich muss es mal ablesen, der Hofer Goldpreis der Friedrich-Bauer-Stiftung, vergeben von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in Memoriam Heinz Badewitz. Ein unfassbarer Kraftakt, der dieses Jahr für uns alle war und ist nach wie vor. Umso schöner finde ich es, dass auch die Friedrich-Bauer-Stiftung hier in diesem Jahr gesagt hat, wir gehen nach vorne, wir senden Signal, wir vergeben den Preis, auch egal in welchem Rahmen. Ich finde, der Rahmen ist der Lage angemessen und es ist das Beste, was wir jetzt hier machen. Und es ist ein wichtiger Preis, auch natürlich, weil er mit Geld verbunden ist, aber sicherlich auch für Aufmerksamkeit sorgt, für tolle Talente, die wir hier bei den Hofer Filmtagen haben. Und ich will gar nicht so viel reden, denn ich glaube, ich gebe weiter. Da wird es wirklich spannend. Ein Mann, der besser reden kann als ich. Hans-Peter Friedrich, bitte komm ans Podium. Vielen Dank auch für deine Unterstützung. Dieses noch nicht desinfizierte Handy muss weg. Nein, das ist ja schon gut. Ah, klein, gut. Kleiner Scherz. Ist aber nicht von dir. Ja, zunächst mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich auch meinerseits ganz herzlichen Dank sagen an die Hofer Filmtage, an Anna Raditzer und an Thorsten Schaumann, stellvertretend für alle, und sagen großes Kompliment, dass ihr in dieser schwierigen Zeit die Filmtage in dieser Form so toll über die Bühne gebracht habt, mit einem riesen Kraftaufwand, aber ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Thorsten Schaumann hat schon im Grunde den gesamten Titel dieses Preises genannt und alle Elemente in diesem Titel sind wichtig und ich fange an mit Heinz Badewitz. Heinz Badewitz ist ein Sohn dieser Stadt Hof, auf den wir hier in der Region sehr, sehr stolz sind, weil Heinz Badewitz das verbindet, was die Hofer und die Menschen hier in Hoffranken ausmacht, nämlich Bescheidenheit und Bodenständigkeit auf der einen Seite und die Fähigkeit dann, wenn sie hinaus in die Welt gehen, wie Heinz Badewitz das gemacht hat, als große Persönlichkeit der internationalen Filmwelt, beides zu verbinden und zusammenzubringen. Heinz Badewitz ist der Erfinder, in Anführungszeichen, der Hofer Filmtage und er hat sie zu dem gemacht, was sie heute sind. Und ich bedanke mich bei all denen, die dabei mitwirken, dass dieses große Werk von Heinz Badewitz in die Zukunft geht. Und deswegen haben wir von der Friedrich Bauer Stiftung und GmbH auch gerne in der Anfangsphase den Heinz Badewitz Preis unterstützt, der dann sozusagen in den Goldpreis übergegangen ist. Das zweite ist die Akademie der Schönen Künste. Oder nein, ich mache vielleicht weiter mit der Friedrich Bauer Stiftung. Friedrich Bauer, auch da sind wir wieder beim Thema Heimat, wie auch bei Heinz Badewitz, ist ein großer oberfränkischer Unternehmer. Ihnen bekannt vielleicht der Bauer Versand, einer der großen Versandhäuser dieser Republik, von ihm gegründet hier in Oberfranken und groß gemacht worden. Und in den 50er Jahren hat er sich entschlossen, all sein Vermögen in die Friedrich-Bauer-Stiftung einzubringen. Die Stiftung hat zwei Destinatäre, also zwei Stiftungszwecke. Zum einen die Ludwig-Maximilian-Universität in München, dort die medizinische Fakultät. Und der zweite Destinatär wegen seiner Nähe auch zur Kunst, Friedrich Bauers Nähe zur Kunst, ist die Akademie der Schönen Künste in München. Ich bin beiden Institutionen sehr dankbar, dass sie immer wieder auch da sind wir beim Thema Heimat für uns in Oberfranken, auch einen Teil ihrer Mittel verwenden. Und dazu gehört unter anderem auch der Kulturpreis, den wir in Oberfranken vergeben, der seit jetzt im dritten Jahr der Hofer Goldpreis ist. Und ich glaube, dass wir insbesondere der Akademie der Schönen Künste dankbar sein dürfen dafür, dass wir, lieber Herr Fugmann, das ist der Geschäftsführer der Friedrich Bauer Stiftung und GmbH, dass wir gemeinsam diesen Goldpreis entwickelt haben und diese Idee.
Denn die Akademie der Schönen Künste ist nicht nur Destinatär, sondern auch Partner bei diesem Goldpreis. Wir haben uns überlegt, was kann man machen, um ein Zeichen zu setzen für Regisseure, für Nachwuchskünstler in diesem Bereich. Und der Goldpreis hat zum einen einen finanziellen Aspekt, zum zweiten aber auch einen ideellen Aspekt deswegen, weil die Juroren und Vertreter der Akademie der Schönen Künste als Mentoren auch fungieren sollen und ein Jahr lang dem Gewinner in Sachen Beratung zur Verfügung steht. Und wer sind diese beiden Juroren? Das ist einmal Edgar Reitz und das ist zum zweiten Bernhard Zinkel. Bernhard Zinkel ist der Direktor der Abteilung Medien- und Filmkunst in der Akademie der Schönen Künste. Er ist selber Autor, Regisseur, Produzent, Jurist und war zuletzt der Opernregisseur. Wie gesagt, er ist momentan der Direktor in der Akademie der Schönen Künste. Und der zweite, den wir gewinnen konnten, ist Edgar Reitz. Edgar Reitz, der Ihnen bekannt ist mit seiner berühmten Heimattrilogie, hat er, glaube ich, Filmgeschichte geschrieben, der ebenfalls Produzent, filmschaffender Regisseur ist und auch an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe tätig war. Beide haben sich bereit erklärt, also als Mentoren zu fungieren und dem jeweiligen Preisträger, und das ist in dem Jahr der dritte Preisträger, auch ein Jahr zur Verfügung zu stehen und ihn sozusagen ein Stück von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung abzugeben. Und die beiden haben sich auch der schwierigen Aufgabe unterzogen, aus der Zahl der Filme den herauszufinden, der den Goldpreis, der immerhin zurzeit dank der Goldpreisentwicklung einen Wert von über 50.000 Euro hat, diesen Goldpreis-Gewinner herauszusuchen. Und dafür bedanke ich mich sowohl bei Edgar Reitz wie auch bei Bernhard Zinkel für diese Arbeit, die sie gemacht haben. Beide wären gerne hier, aber unter den Umständen, die obwalten, können sie das nicht. Deswegen bitte ich um Verständnis. Und ich darf die Begründung, warum sie diesen Film herausgesucht haben, vorlesen. Und jetzt darf ich meine hübschen Assistenten bitten, auf der Bühne das Ding umzudrehen und den Sieger bekannt zu geben. Es ist, das schafft ihr. Also, Sieger, Gewinner des diesjährigen Goldpreises, der Film Toprak von der Regisseurin Sefki Hirschhäuser, die auch da ist. Liebe Sefki, lieber Chris, Ihr Kameramann, herzlichen Glückwunsch. Und ich darf die Begründung von Edgar Reitz und Bernhard Zinkel vorlesen. Der Film erzählt in liebevollen Bildern von einem Jungen, der als Waisenkind in der Nähe eines türkischen Dorfes bei der Großmutter und einem unverheirateten Onkel aufgewachsen ist. Burak, so heißt der Junge, kommt nun in ein Alter, in dem sich entscheiden wird, ob er das Leben eines ebenso armen wie frommen Onkels Cemil fortführen oder ob er das traditionelle Landleben verlassen soll, um sein Lebensglück durch ein Universitätsstudium zu suchen. Wenn es nur um seine persönliche Wahl ginge, wäre Burak sogar bereit, sich an der Seite des aufrechten Onkels als Obstbauer durch das karge Leben zu schlagen. Als aber die Großmutter krank wird und qualvoll stirbt, geraten beide, der Onkel und der Junge, an die Grenze ihrer Kräfte. Heimatliebe und Frömmigkeit können weder die Mutter noch den stolzen Cemil noch den jungen Burak retten. Der Film von Sefki Hirschhäuser erzählt eine Geschichte, die sich an vielen Orten der Welt ereignen könnte, weil der Zerfall ländlicher Lebensformen und der Verlust der traditionellen Heimat überall um sich greift. Aber dennoch ist Toprak eine einmalige und in ihren Bildern absolut unverwechselbare Erzählung. Die Gesichter der Protagonisten, die einsame Hütte, in der sie leben und die staubige Landstraße, an der sie ihre Paradiesäpfel verkaufen, bleiben unvergesslich. Der Film erzählt eine Abschiedsgeschichte und bei all seinen Bildern entsteht das schmerzliche Gefühl, dass es so, wie der Film es noch einmal zum Leben erweckt,
nie wieder sein wird. Eine Trauer durchzieht diesen Film, die für die Autorin und ihren Partner, den Mitproduzenten und Kameramann Chris Hirschhäuser, offenbar das bestimmende Motiv gewesen ist, dieses Werk zustande zu bringen. Die Juroren waren besonders berührt von der spürbaren Anteilnahme der beiden Filmemacher an der Geschichte ihrer Protagonisten, die eine innere Glaubwürdigkeit hat, wie sie im Kino eine seltene Ausnahme geworden ist, schreiben Bernhard Zinkel und Edgar Reitz. Und meine Lieben, wenn die beiden das schreiben, dann hat es schon eine ganz besondere Bedeutung. Also ganz herzlichen Glückwunsch den Gewinnern des heutigen Goldpreises. Kommt herbei. Und jetzt kommt meine hübsche Assistent wieder herbei, der frisch des... Oh, jetzt gibt es eine Urkunde. Ist da auch noch was drauf? Ah ja, also die Begründung steht da nochmal drauf. Nicht übersetzen. Nur dass es sie sozusagen alle... Und das, also es sieht jedenfalls schon sehr schön aus. Also, ja. Alles Gute. Ja. Wow. Ja. Und ohne Maske oder ich? Ja, machen wir ohne. Noch, Sie können da sowieso zusammen und okay. Ich bin hier 1,50 weg. Ja. Okay. Wir sind machen wir mal Maske. Meine. Okay. Ah, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen berührt. So. Okay, jetzt mach's wieder. Können Sie es nehmen? So. Ich nehme es da. Und hier ist ausnahmsweise mal alles Gold, was glänzt. Ja. Frisch desinfiziert, Sie können es also unbedenklich. Vielen Dank. Alles gut. Also, es ist die Emotionalität, die beide betreiben. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Wow. Das ist klar, ein Kilo ist ein Kilo, kann man drehen. Oh okay. 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 So, mal, Heinz Badewitz grüßt auch. Das, ich dann mich den hier. Schaut jetzt glücklich von oben zu. Ja. Ich hab's schon mal gesehen. Vielen Dank. Gerne.